Und eigentlich, müsstest dir eine starke Taschenlampe noch kaufen. Ich glaube, das war alles. Die habe ich schon gekauft. Sowieso mal gucken, was ich noch alles habe. Das. Starke Taschenlampe, einmal Salz und das. Gut, ich hab alles. Oh, das fehlt noch. Discord muten. Wegen der Soundqualität zu Olaf, es tut mir leid. Aber bei ihm gibt es da so ein paar Probleme. Zwecks. Er ist in einem Raum, wo es arg heilen tut und er hat dort ein sehr schlechtes WLAN, also es tut mir leid. Erster. Nee. Was heißt hier nee? Falls ihr euch wundert, warum ich das gerade gesagt habe, wir reden nach oder zwischen den Aufnahmen über den Discord. Und ja. So, ich habe Thermometer, Kamera und Headkamera. Ich habe EMF und die beiden Taschenlampen, obwohl ich die UV-Lampe gerade nochmal da lasse und mit Dings mitnehme. Ey, wer hat das umgeschalten? Tschüss! okay. Teammitglied, Zeuge eines Geister-Events, dreckiges Wasser, Foto vom Geist. Der Geist heißt Helen Brown. Achso, und reagiert. Und. Scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Hat jemand den Schlüssel mitgenommen? Nö. Olaf. Da gehe ich in der Zeit um das Haus und gehe von hinten rein. Sehr weit bist du nicht gekommen, es ist offen. Ich hoffe, du stirbst. Oh.
Darum. Einfach weil du bist. Für alle, das ist immer nur Spaß, was wir hier machen. Hat eigentlich irgendwer das Geisterquatsch geregnet? Nö. Wer hat jetzt ein Foto gemacht? So, ich hab hier, hier waren gerade 8 Grad. Hier, 9 Grad in der, im Esszimmer, 7 Grad. Hast du das gerade gehört? Nein! Okay, gleich erstmal aufs Foto gucken, ob Fingerabdrücke zu sehen sind. Keine Fingerabdrücke, aber eine Interaktion habe ich fotografiert. Olaf, hier, nee, hier, in dem Raum. In dem Raum ist er. Also stell hier, wo ich stehe, so ungefähr die Kamera auf, dass sie mit in den Raum reinlunzt. Und anschalten. So. Und ihr könnt auch über meine Headkamera gucken, die hat auch Nachtsicht. Ich kann gleich gucken, wenn ich neben dir stehe. Keine Fingerabdrücke. Bist du hier? Aber Gefriertemperatur, Ike. Denk dran, alleine, der reagiert nur alleine. Gefriertemperaturen. Der ist da drin, der hat einen Stuhl geworfen. Dann könnte es ein Poltergeist sein. Warte mal, wenn der Stuhl umgeworfen hat, kann ich das vielleicht. Geisterorb. Phantom, Mare oder Jurei? Gefriertemperaturen auch. Ja. Ja, warte mal, und Geisterbox, dann haben wir doch schon alles. Der hat doch gequatscht, oder? Nur einen Stuhl umgeworfen, meinte Olaf. Der hat nur einen Stuhl umgeworfen. Okay. Ich hab grad geschaut, es sind keine Fingerabdrücke. Ich hatte gerade Herzklopfen-Sound. Ich habe den Geist fotografiert. Sehr nice. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch dreckiges Wasser. Und was war noch? Räucherstäbchen, oder? Nur noch dreckiges Wasser und dann um welchen Geist es sich handelt. Bist du da? Hier, Sprachbox, Dingsbums, Telefon, Geister, Abhörgerät, ihr wisst schon. Wie du hast einfach alles gesagt. Oh Mann. Ist ne Mare. Alter, wie ein gerade eben einfach jeden Begriff einmal gesagt hat, so ziemlich.
Ja, ich war auf immer erschrocken, es tut mir leid. Was hast Geisterbox hat er gequatscht. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, bist du hier? Ah, okay. Dann hat der Geisterbox gesprochen und ich habe Geistertelefon Abhörgerät und wüsste ich nicht, was alles gerade gesagt. Aber wir brauchen noch dreckiges Wasser. Easy, wir haben noch Schutz. Ne, wir haben keine Schutzzeit mehr. Aber egal, die Kamera liegt da vorne. Wo ist Olaf hat die meiste. Ich habe eine und da vorne liegt eine bei der Tür. Olaf hat die meiste Sanity. Ah. Olaf fotografieren. Ich hasse euch alle. Komm, Olaf, ich hab mir gerade immer Pillen reingehauen. Nur für dich. Hinter euch. Bis es anfängt zu. Allein hinter uns, du musst vor uns stehen. Das und Darko, denk dran, oben ist auch Wasser. Olaf, hör auf damit. Immer wenn du in irgendeinem Raum bist, geht Wasser an, Olaf. Ich wollte fragen, ob ihr das wart oder ob das wirkliches Wasser ist. Aber ich dachte, man soll auf das Wasser anmachen, ob das man sieht oder was. Nein, das geht von alleine an. Knochen. Den hatte ich schon, aber gut. Ja, ich habe ihn aber gleich mit Off-Gurt gesammelt. Ah ja, stimmt, das muss man auch noch machen. Hast du oben Wasser gefunden? Darko ist tot. Darko? Olaf, Darko ist tot. Oh, das ist nicht gut. Zum Glück nicht. Ich hab ihn gerade fotografiert. Wieso bist du hier draußen? Ich bin eben ums Haus laufen müssen, weil der Geist hat angegriffen und ich war außerhalb vom Haus. Ja, ich bin gerade hochgegangen, um zu gucken, ob oben vielleicht Wasser ist. Auf einmal der Geist. Ich höre es dann bloß noch. Darko tot. Ja, der macht wirklich so eine Geräusche beim Sterben, also ich kann nichts dafür. Was fehlt denn uns jetzt? Ne, wir haben ja eigentlich alles, bis auf das Wasser. Das Wasser. Auf das können wir uns verzichten. Tschüss. Frag lieber erstmal den Geist Darko, ob wir das noch fotografieren sollen. Darko, sollen wir das Wasser noch fotografieren? Ja, einmal, zwei, nein, nein, zweimal. Es ist zweimal aufgekommen, das heißt nein. Nee, einmal heißt ja nein, oder?
Okay, nochmal. Nein, er hat's nur einmal. Warte, er hat es einmal Darko, geworfen. Nee, warte, Darko, wirf einmal in die Luft, wenn wir das Wasser fotografieren sollen, und wirf ihn direkt zu Boden, wenn wir es nicht fotografieren sollen. Wir sollen es fotografieren. Also, ist auf dem Boden gelandet, das heißt, wir fotografieren ihn nicht. Olaf, du Feigling, ey. Ja, da müssen wir die zweite Kamera auch noch holen oben. Ich guck in die Kamera auf. Feigling. Ja gut, das sieht etwas merkwürdig aus durch die Tür. Ich weiß, dass du das Wasser wieder angemacht hast. Ich werde da nicht gucken gehen. Und das Wasser da oben nervt. Hat da überall Wasser reingemacht. Wow. Doch, der Geist schaltet den Wasserhahn von alleine an und dann kommt da dreckiges Wasser raus. Du musst das nicht anmachen, weil das ist total irritierend gerade. Nein, du Feigling. Die ganze Zeit drin. Das ist, also Olaf, ne, so oft wie du mittlerweile draußen warst. Das nervt, das Wassergeräusch. Mach das Wasser dreckig, Geist. Pinkel da rein. Töte Olaf. Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, kaputter Spiegel. Und Olaf wieder. Hä? Du alter Feigling! Gib uns ein Zeichen. Kote in das Wasser. Töte Olaf, den Feigling.
höre auf jeden Fall irgendwas. So, wollen wir wetten, dass Olaf wieder draußen ist? Olaf, wo bist du? Ich war gerade oben. Also Wasser, denke ich mal nicht, dass der das nochmal anmacht. Lass mal erstmal nach der Sanity gucken. Ja gut, Olaf, viel Spaß beim Fotografieren, würde ich sagen. Also ich würde sagen, ich drücke jetzt mal hier drauf. Nee, warte mal, wir haben doch Geisthammer drinne. Nö, Olaf, komm, hab Eier. Du, ich hab vorhin einen scheiß Geist fotografiert, als du rausgestürmt bist, wie so ein kleines Kind. Olaf. Man sieht, wer länger und häufiger und am meisten im Haus war von uns beiden. Wir sind mit der gleichen Sanity vorhin guck, reingegangen. Das hab ich fotografiert. Wow, vor Angst, weil du dir fast die Hose gemacht hast. Weil ein Geist das aufgetaucht stimmt nicht. Ist. Du bist sofort abgehauen, als ich hatte Herzklopfen. Bist du bescheuert? Ich hab Angst, lass mich! Ja, du Feigling! Darko, hast du eingeloggt, den Geist? Einmal ja, zweimal nein. Okay, dann. Dann lass fahren. Hast du es auch, Olaf? Mare halt, oder? Ja. Einmal. Lass uns losfahren. Tschüss, du abgefuckter Geist. Welcome back. I prepared some jobs for you. Mare! Ike? Ja? Ja? Ich hab Pini über die Zeit gestoppt. Und du warst um die 7 Minuten drin, nachdem ich gestorben bin. Ja. Und Olaf 2 Minuten 15. Ich sag es doch, Olaf ist ein Feigling. Aber wie er es macht, sobald er einmal hinter dir ist, dreht er um wieder und wieder unter ihn raus. Ja, das, aber Darko, so warst du in der ersten Aufnahme auch. Ja, eben in der allerersten, aber wir streiten uns die ganze Zeit, wer von uns beiden länger drin bleibt. Ja, einfach Olaf war es schon. Ist so laut, die Lobby, die kotzt mich an, dass man hier so laut ist. So, Olaf, da haben wir's. Also, du wirst den nächsten Geist alleine herausfinden in der nächsten Folge.